Guten Abend zusammen. So, hello, welcome to the press conference with a German manager. Just an information for the English-speaking media. We are not going to translate every single answer, but if you do have questions in English, we will provide translation. Thank you. Hansi, England gegen Deutschland, immer ein besonderes Spiel und dieses gerade in der zweiten Hälfte mit sehr vielen Emotionen. Mit welchen Gefühlen gehst du aus dem Spiel? Ja, natürlich sind wir enttäuscht. Wir haben 2-0 geführt, aber wir haben die erste Halbzeit, denke ich mal, haben wir ein sehr ausgeglichenes Spiel gesehen. Wir haben dann knapp 20 Minuten wirklich guten Fußball gespielt, waren verdient auch 2-0 in Führung gegangen. Und dann gab es einen kleinen Bruch, natürlich nach dem Anschlusstreffer, nach dem 2-1. Und das ist so eine Phase, wo man einfach sagt, das darf uns nicht passieren. Und das sind die Dinge, die wir einfach angehen müssen, die wir besser machen müssen. Viele Sachen haben wir gut gemacht. Am Ende, was noch positiv wiegt, ist natürlich, dass wir nach dem 3-2 Rückstand einfach wieder zurückgekommen sind und das 3-3 dann auch gemacht haben. Also so, muss man sagen, was dann am Ende, ja, auch wenn wir enttäuscht sind, eine Sache, die wir so besser verkraften können wie eine Niederlage, die ist immer ein bisschen schwieriger, auch wenn wir, ganz ehrlich gesagt, ich glaube, alles, die Spieler sowie das ganze Trainerteam, wie ich enttäuscht sind über die Art und Weise, wie wir dann in 20 Minuten oder sagen wir, Viertelstunde uns den Schneid abkaufen haben lassen. Da war einfach auch, waren die Engländer viel, viel aggressiver und haben viel mehr Zweikämpfe auch gewonnen. Und das sind die Dinge, die wir einfach besser machen müssen, weil wir wollen eine WM spielen, erfolgreiche WM spielen. Und da müssen wir dran arbeiten. Dann starten wir direkt. Musiala war sehr auffällig hier. Zuletzt hat er nicht gespielt. Ist es so weit, dass ich jetzt in die Stammelf reingespielt habe? Wir haben, wie ich jetzt noch, genügend Zeit. Oder ich sag mal, es sind 7-8 Wochen oder 6-7 Wochen, weiß nicht mal ganz genau. Da kann so vieles passieren. Aber Jamal hat einfach heute gezeigt, warum das ein außergewöhnliches Talent ist. Ich meine, er hat beim zweiten Tor hat er den Ballgewinn in der eigenen Hälfte gehabt. Und er ist sowohl defensiv als auch offensiv, wie ich auch ein Spieler, der uns sehr gut tut. Und einfach durch die Dribblings, die er macht, kann er so Situationen wie den Elfmeter rausholen, aber natürlich auch den Gegner, ein, zwei Spieler, dann natürlich auch ausspielen und dann ist eine andere Situation. Dann haben wir mehr Raum, mehr Platz und das sind die Dinge, die uns gut tun. Und man hat es natürlich auch bei England gesehen und bei allem dem darf man einfach nicht vergessen, auch wenn England jetzt nur 3 Punkte hat und es ist eine Top-Mannschaft. Also wenn ich sehe dann auch, was dann reinkommt und was für ein Speed, was für ein Tempo dann auf den Platz kommt und auch da, also mal Spieler, die 1-gegen-1-Situationen super lösen können. Also da muss man einfach sagen, ist es wie eine hervorragende Mannschaft und ich habe es, glaube ich, gestern in der PK gesagt, ich glaube einfach, dass die Spieler sehr, sehr viele Spiele in den Knochen haben und andere Dinge vielleicht auch dann nochmal eine Rolle spielen und ich glaube, und davon bin ich absolut überzeugt, wenn wir uns treffen am 13. oder 14. haben den Kader dann auch fixiert. Ich glaube, dann gehen wir sehr, sehr positiv, auch ein positives Gefühl dann Richtung WM. Oliver Mucha? Ich glaube, du kannst so. Ja, ich verstehe es auch so, glaube ich. Dann versuche ich es etwas weiter. Ja. Herr Flick, Sie verabschieden sich morgen für 6 Wochen von Ihren Spielern. Was geben Sie Ihnen wieder auf den Weg? Was sagen Sie Ihnen zum Abschied? Ich habe jetzt schon gesagt, ähnlich wie ich das euch oder Ihnen jetzt auch gesagt habe, habe ich das auch den Spielern gesagt. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass jeder Einzelne in dieser Zeit einfach noch ein bisschen an sich arbeitet. Wenn man das Ganze dann zusammenzählt, glaube ich, würden es gut tun, wenn jeder Einzelne noch ein bisschen besser, was Fitness betrifft, was letztendlich auch die Sicherheit betrifft, die Überzeugung betrifft, in den Aktionen, das Passspiel. Ich glaube auch, da können wir einfach noch besser werden, müssen wir noch besser werden. Und dann können wir als Mannschaft einfach noch einen Tick besser sein und das ist einfach auch notwendig. Anne Richter? Ist das eher ein mentales Problem oder ein taktisches Problem? Reicht die kurze Zeit in Katar, wenn wir uns einreichen, um so
Es ist ein Torfall natürlich auch durch individuelle Fehler und so ist es auch entstanden. Wenn man es einzeln sieht, ist es natürlich auch so, dass wir schon darauf hingewiesen haben, dass letztendlich, ich sage einmal, die Flanken dann gerade auf zweiten Pfosten, wenn wir durchschieben, ist es wichtig, dass wir alle mitmachen. Ja? Und das sind einfach so Dinge, dass man ja, jeder Einzelne einfach wissen muss, was er in seiner Position zu tun hat. Und da muss ich einfach dann meinem Außenverteidiger zur Seite stehen. Und das waren die Dinge, die wir dann haben vermissen lassen. Und auch da nochmal. Wir wissen, woran wir arbeiten. Wenn man es positiv sehen will, sind genau das dann die Erkenntnisse aus diesem Spiel. Aber wir haben auch viele Dinge gut gemacht. Und daran, da geht es darum, dass man die Dinge besser umsetzen. Markus Back. Herr Flick, Sie hatten bei der Kaderbekanntgabe gesagt, was die Schwerpunkte sein sollen, beispielsweise bessere defensive Organisation, Chancen kreieren. Können Sie mal so sagen, was sich da jetzt positiv entwickelt hat oder wo Sie eher sagen, dass diese Chancen da eher einen Rückschritt gegeben? Ich weiß, ich bin. Also wissen Sie, ich bin von Haus aus eher positiv. Und natürlich muss man sehen, ich klammer das Spiel gegen Ungarn komplett aus, weil Ungarn hat das 1-0 gemacht aus einer Standardsituation, wo wir nicht gut verteidigt haben, wo wir letztendlich auch die Dinge, ich sag mal, nicht so besetzt, die Position nicht so besetzt haben, wie wir es gewollt haben. Ich glaube, wir können uns, daran haben wir gearbeitet, eine Trainingseinheit, gerade was die Abwehrkette betrifft. Da können wir und müssen wir uns verbessern, einfach was die Automatismen betrifft. Ich finde, das war heute schon eine gute Steigerung gegenüber Ungarn. Also von daher ist es eher so ein Schritt nach vorne. Chancen haben wir uns dann auch herausgearbeitet, weil wir, wie ich eben auch gerade gesagt habe, auch Spieler dann drin hatten, die 1-gegen-1 auch probiert haben, die dann einen Raum geschaffen haben, wo der Gegner schließen musste, dadurch ein anderer Raum aufgegangen. Also sind so Sachen, die uns dann gut tun. Aber das ist alles auch wichtig, dass wir mit der Überzeugung auch in das Spiel gehen. Und ich glaube daran, jeder Einzelne zu wissen, okay, was hat er für eine Qualität, daran müssen wir arbeiten und das werden wir auch tun. Dann gerne nochmal und dann kommen wir zu den englischen Fragen. Thomas Müller, der hier auf der Bank ist, eher ungewöhnlich. Könntest du die Überlegung zu der Entscheidung noch ein bisschen erklären? Wir haben sehr gute Spieler und mit Kai Havertz, mit Jamal Musiala haben wir zwei neue Spieler, das wir im Vorfeld eigentlich schon so geplant haben, dass beide in England auch spielen. Und von daher war das der Grund, ja, dass wir gesagt haben, okay, Jamal auf 10, Kai vorne als 9. Dann haben wir in der zweiten Halbzeit etwas verändert, die Positionen. Und ich denke, beide, sowohl Kai als auch Jamal, haben das richtig gut gemacht. Are there questions in English? Okay. Also, ja, beide haben gut zusammengespielt, aber es ist eine Option vielleicht mehr. Ich glaube, gerade Kai hat es gut getan, die beiden Tore zu erzielen. Das 2-0 war einfach klasse. Also wir haben Ball gewinnen, sind mit einem hohen Tempo, genau das, was wir sehen wollen, mit einer hohen Intensität, den Angriff gefahren, viele Spieler mitgegangen, haben versucht, da auch wieder in die Tiefe zu sprinten und Timo hat natürlich den Ball sehr gut an Kai, glaube ich, dann weitergeleitet und Kai in dieser Situation und das hat er im Training so oft gemacht, weiß genau, was er in dieser Situation tut, er legt den Ball gut vor, hat natürlich auch den Raum, den Platz und versenkt ihn natürlich sensationell, also von daher haben beide gezeigt, dass sie für uns wichtige Spieler sein können.
Yeah, so they played together very well, and well, for Kai it was great that he scored the two goals, especially the 2-0 was an amazing goal, high tempo, and all, a lot of players went forward together there. Timo really passed the ball very well there, and then Kai scored it, and it was just a sensational goal, like technically how he did it. Another question in English? Yes, please. Yeah, how disappointing for you was it to lose a 2-goal lead at that point in the middle of the second half? Ja, ist sehr enttäuschend. Ich glaube, nach dem 2-0 waren wir sehr stabil. Und ja, wir haben durch individuelle Fehler, und man muss sagen, England hat dann natürlich zwei frische Spieler reingebracht, und die dann auch damit beteiligt waren, dass England einfach in der Offensive nochmal durchschlagskräftiger wurde. Wir haben individuelle Fehler gemacht, und deswegen ist es einfach auch enttäuschend. Aber positiv muss man einfach sagen, dass man in England hier nach dem 3-2 dann, was wir bekommen haben, einfach nochmal zurückgekommen ist. Und da kann ich der Mannschaft dann ja einfach auch nochmal Mut zusprechen, weil genau das ist das, was wir brauchen. Ja, einfach nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben und ja, versuchen, da das Ding nochmal umzubiegen. Yeah, so I am very disappointed. Actually, after the 2-0, we were quite stable, but then we had some individual mistakes there. And then England, obviously, they brought on two very good players that made them better offensively, and they were quite good in that period. But we have to look at it in a positive way as well. I mean, we came back in an away game in England after the 3-2. So I told my team that, yeah, that's great. Courage there, and that we never gave up, so it was really good to come back. Dann haben wir zum Abschluss noch eine Frage auf Deutsch. Frank Heimer. Wenn man jetzt nochmal in die Zukunft guckt, vom 1. Oktober bis zum 14. November oder 13. November sind insgesamt die Topspieler 13 Spiele, 8 Bundesliga-Spieltage, 4 Champions League, Europa League, 1,5 und so. Kann man als Nationaltrainer da überhaupt noch mit Spielern arbeiten? Kommt man da ran, und wie viele Spiele Ja, wir sind schon viel unterwegs im Trainerteam, und aber es ist ganz normal. Also wir wollen natürlich auch im Stadion sehen, was die Spieler machen. Ich denke einfach, das gehört dazu. Zollt letztendlich auch Respekt dem Spieler, weil wir uns das auch unsere Aufgabe ist. Und ja, es sind viele Spieler, aber das hat jeder. Ich meine, England, wir in Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien. Ich meine, da ist überall gleich. Andere Nationen weiß es nicht so hundertprozentig, was in Südamerika ist. Aber das sind halt jetzt aktuell ist die Situation, und mit der müssen wir gut umgehen. Wir müssen daraus das Beste machen, und das werden wir auch tun. Dankeschön. Thank you. Thank you very much. Im Deutschen, gute Heimreise.